Ach, ich muss mal die Brille aufsetzen. Bin ich auch weiß, dass ihr das seht. Das ist ja Funcat von Copycat. Ist für mich jetzt das absolute Aroma, beziehungsweise im Anschluss dann das absolute Liquid. Und zwar ist das von Copycat. Das Funcat. Und das soll eine Apfelsinenbrause darstellen mit Cooling-Effekt. Und das ist es auch. Das ist für mich jetzt, wie gesagt, Referenz. Und das Flipflop ähnlich. Das soll Litschi-Zitrone sein. Das Flipflop soll Litschi-Zitrone sein. Und ja Gott, ob es so schmeckt, weiß ich nicht. Aber da ist auch so ein erheblicher Cooling-Effekt drin vom Colada. Und es schmeckt hammermäßig. Meines Erachtens jetzt gerade für den Sommer sehr gut. Ich dampfe das jetzt schon seit Monaten. Und dann hatte ich ja auch schon viele andere ausprobiert von Copycat. Und wenn ich das als Referenz nehme, 3-6% soll gemischt werden. Ich habe gemerkt, das sind ja 150er Flaschen. Ich habe hier jetzt auch eine neue Flasche aus dem Shop in Geberzagen. Das sind also auch Leerflaschen zum selber mischen. Da hängt jetzt eine Spitze drin, da hat sich gerade einer abgelöst. Da die Pulipa raus, wenn sie leer ist. Und naja, und wenn ich jetzt also Funcat und Flipflop als Referenz nehme, weil die so intensiv sind im Geschmack, dann gehe ich davon aus, dass andere auch gut sein können. Und da hatte ich hier Suizid, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, Suizid Cat. Das soll Vanillepudding-Erdbeer sein. Und Vanillepudding-Erdbeer ist bei mir Vanille Custer von Capella zum Beispiel. Und das war ja auch hervorragend im Geschmack. Und hier habe ich dann wieder so ein Ding erwischt, wo ich der Meinung bin, da haben sie irgendwie die Charge versaut oder sowas. Das schmeckt dann gar nichts. Also als wenn ich reine Base dampfe. Jetzt habe ich das natürlich, weil ich ja geizig bin, schon wieder verlängert mit 20 Milliliter Liquid, fertigen Liquid. Und zwar dreifach Menthol. Aber wie ihr vielleicht selber schon gemerkt habt, die heben sich gegenseitig auf. Das machen sie gerne. Also weder das Menthol schmeckt mir jetzt wirklich raus, noch die Erdbeere, noch den Vanillepudding, gar nichts. Dann hatte ich also auch nochmal 2 Milliliter von arabischen Tabak rein, Arabic Doheny oder so, oder Dohani heißt der. Also weder das eine noch das andere kommt raus, vielleicht gebe ich es doch weg. Traurig. Ich wollte euch nochmal die Flasche zeigen. 2,50 kostet, sind auch wieder 150 bis hier hoch. Gefüllt sind es 150. Und bei dem Flipflop und dem Copycat nehme ich also, mache ich die Flasche voll. Das sind ca. 150, 148 Milliliter. Und dann mache ich statt diesen 3-6% Mischungsempfehlung, haue ich die 10 Milliliter rein. Da komme ich auf einen höheren Anteil. Soll sich jeder selber ausrechnen, wie hoch der Anteil ist. Auf jeden Fall ist er ja dann höher. Und schmeckt fantastisch. Wie Apfelsinenbrause gedampft. Copycat, Funcat, Apfelsinenbrause. Richtig geil. Weiter zu empfehlen. Das war schon wieder zum leckeren Aroma. Der Lolo, bis zum nächsten Mal.